Hallo, liebe Freunde des gepflegten Kurzfahrspiels und herzlich willkommen zur Spieltagsvorschau auf den 25. Spieltag. Nachdem am Dienstag und Mittwoch der 24. Spieltag stattgefunden hat und dabei gleich 7 Spiele am Mittwoch ausgetragen wurden, entfällt an diesem Wochenende das Spiel am Freitag. Dafür finden am Samstag gleich 7 Spiele statt. Der Spieltag hat wieder einige sehr interessante Partien zu bieten. Los geht's mit der Vorschau, viel Spaß! Noch vor einigen Wochen hätte es in dieser Partie einen klaren Favoriten gegeben, nämlich den VfB Stuttgart, der einen überragenden Start in die Rückrunde feiern konnte, während die TSG aus Hoffenheim dem Abstieg schon ins Auge blickte. Doch seither hat sich einiges verändert. Der VfB hat die vergangenen beiden Spiele gegen Hannover und Gladbach verloren. Die TSG dagegen konnte in den 4 Spielen unter Julian Nagelsmann schon genauso viele Siege einfahren wie unter Gisdol und Stevens in den 20 Partien zuvor und ist wieder voller Selbstvertrauen. Dabei konnten die Hoffenheimer vor allem in der Fremde noch nicht überzeugen und warten nunmehr seit 8 Spielen auf einen Auswärtssieg. Gegen die Stuttgarter konnten die Kraichgauer aber in den vergangenen Jahren überzeugen, verloren keines der letzten 4 Aufeinandertreffen und konnten sogar 3 davon für sich entscheiden. Wie das Spiel auch ausgehen mag, Tore sollten traditionell viele fallen. In den vergangenen 5 Partien der Lokalrivalen fielen im Schnitt 4,4 Tore pro Spiel. Wenn der FC Schalke am Samstag in die Domstadt reist, darf man sich angesichts des Trainers nicht viel erhoffen. André Breitenreiter gewann nämlich weder als Spieler noch als Trainer ein Spiel gegen den FC. In seinen 3 Spielen von der Trainerbank aus gelang seiner jeweiligen Mannschaft nicht einmal ein Tor. Das soll sich aber aus königsblauer Sicht an diesem Wochenende ändern. Die Gelsenkirchener feierten am Mittwoch einen überzeugenden Heimsieg gegen den HSV, wobei das Ergebnis von 3:2 das Kräfteverhältnis beider Mannschaften nicht wirklich widerspiegelt. Schalke konnte nämlich mit ganzen 26 Torschüssen seinen Saisonrekord einstellen und spielte auch sonst phasenweise überragenden Fußball. In dieser Form dürfte also für Breitenreiter das Team auch in Köln etwas zu holen sein. Der FC holte im Kalenderjahr nach Hannover die 2 wenigsten Punkte und konnte keines der vergangenen 3 Spiele gewinnen. Dass dieses gegen die Knappen möglich ist, zeigten die Kölner im Hinspiel auf Schalke, als die Auswärtsmannschaft das Spiel mit 3:0 klar für sich entschied. Überhaupt scheint Trainer Peter Stöger ein ausgezeichneter Schalke-Kenner zu sein. Alle seine 3 Duelle mit den Knappen gewannen Stöger und der FC. Im kleinen Nordderby in Bremen werden am Samstagnachmittag alle Augen auf einen Mann gerichtet sein. Die Rede ist von Claudio Pizarro. Der Peruaner schrieb am Mittwoch Bundesliga-Geschichte, ist nun der älteste Spieler, der in der Bundesliga einen Dreierpack schnüren konnte. Im Duell mit Hannover könnte er sich einen weiteren Eintrag in die Geschichtsbücher sichern. Der 37-Jährige steht aktuell bei 99 Toren für die Bremer, Rekordtorschütze Bode bei 101. Und mit Hannover kommt ein Lieblingsgegner der Grün-Weißen. Hannover gewann in 27 Aufeinandertreffen im Weserstadion nur ein einziges Spiel im Jahr 2003. Seitdem ist Werder gegen die Niedersachsen in 12 Spielen zu Hause ungeschlagen. Allerdings gelang den Bremern in der jüngeren Vergangenheit auch kein Sieg, denn die letzten 3 Duelle endeten entweder unentschieden oder mit einem Erfolg für 96, wie im Hinspiel, als Salif Sané das entscheidende 1:0 für Hannover erzielte. Nach den Ergebnissen des letzten Spieltags mit dem 0:4 Hannovers gegen den VfL Wolfsburg und dem 4:1 von Werder in Leverkusen zeigen die Formkurven aber in entgegengesetzte Richtungen. Mit dem ersten Sieg nach 9 sieglosen Heimspielen könnte Werder sich im Abstiegskampf nach langer Zeit mal wieder Luft verschaffen und die Werder-Legende Thomas Schaaf und seine Hannoveraner weiter in Richtung zweite Liga schießen. Die Eintracht aus Frankfurt empfängt mit dem FC Ingolstadt die womöglich unangenehmste Mannschaft der Liga. Das Team von Trainer Armin Fee braucht aber endlich wieder einen Erfolg. Seit dem letzten Spieltag stehen die Frankfurter erstmals in dieser Saison auf dem Relegationsplatz. Die vergangenen 6 Spiele wurden nicht gewonnen und seit 3 Spielen konnte das Team nicht einmal ein Tor erzielen. Dass sich diese Statistik gegen die Bayern ändern wird, darf zu bezweifeln sein. Frankfurt tut sich gegen Aufsteiger besonders schwer, konnte in der Hinrunde gegen Ingolstadt und Darmstadt ebenfalls kein Tor erzielen und verlor beide Spiele. Der FCI kann dagegen ganz befreit aufspielen, verlor keines der vergangenen 3 Spiele und holte in der Rückrunde schon fast doppelt so viele Punkte wie die Eintracht. Mit 31 Punkten, die der letztjährige Aufsteiger Paderborn erst am Ende der Saison hatte, stehen die Schanzer 10 Spieltage vor dem Saisonende sehr gut da und dürften den Klassenerhalt schon so gut wie in der Tasche haben. Damit dieser auch der Eintracht gelingt, müsste gegen Ingolstadt mal wieder ein Sieg her. Als Augsburg-Fan schaut man vor der Partie gegen Leverkusen wohl nicht so gerne auf die Bilanz gegen die Rheinländer. In der Rückrunde der 5. Bundesliga-Saison des FCA wartet man noch immer auf den ersten Sieg gegen Bayer.
Allerdings zeigte die Formkurve der Augsburger in den vergangenen direkten Aufeinandertreffen immerhin nach oben. Nachdem Bayer die ersten 7 Spiele gegen den FCA gewinnen konnte, trotzte die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl den Leverkusenern in den letzten beiden Duellen immerhin jeweils einen Punkt ab. Die Chancen dafür, dass dieses Mal der große Wurf gelingt, stehen gar nicht so schlecht. Leverkusen kommt 2016 noch nicht in Schwung, hat großes Verletzungspech und verlor daher die letzten 3 Partien allesamt. Damit es gegen den Lieblingsgegner wieder einmal zum Sieg reicht, sollte Bayer vor allem zum Ende der Partie auf den Keeper der Heimmannschaft aufpassen. Vor gut einem Jahr traf Marvin Hitz in der Nachspielzeit gegen Leverkusen zum 2:2 und ist seitdem einer von 3 Torhütern, dem ein Tor aus dem Spiel heraus gelang. Ein kleines Topspiel vor dem Kracher am Samstagabend findet in Wolfsburg statt. Im Spiel zwischen dem Vorjahreszweiten und Dritten treffen gleich 2 Mannschaften aufeinander, die unter der Woche mit 4:0 jeweils überzeugende Siege einfahren konnten. Dabei hat der VfL gegen die formstarken Gladbacher, die in den vergangenen 3 Spielen 7 Punkte holten, eine vielversprechende Heimbilanz vorzuweisen. Die letzten 10 Heimspiele gegen die Borussia gingen allesamt nicht verloren. Damit diese Serie weitergeht, liegen die Hoffnungen auf André Schürrle, der gegen Hannover am Dienstag den ersten Bundesliga-Dreierpack seiner Karriere erzielte und bei dem, zumindest wenn es nach den Wolfsburg-Fans geht, jetzt hoffentlich der Knoten geplatzt sein dürfte. Wie wichtig ein Sieg für die Niedersachsen ist, zeigt der Blick auf die Tabelle. Wolfsburg liegt 5 Punkte hinter Gladbach. Soll es in dieser Saison noch zur Champions League reichen, muss am Wochenende ein Sieg her. Die Borussia dagegen könnte mit einem Erfolg zur Hertha aus Berlin aufschließen und sich damit ihren Vorjahresplatz 3 sichern. Es ist das absolute Topspiel der vergangenen Bundesliga-Saisons und könnte entscheidenden Charakter im Kampf um den Titel in diesem Jahr haben, wenn die Borussia aus Dortmund am Samstagabend den Rekordmeister aus München im Signal Iduna Park empfängt. Nach dem Patzer der Bayern am Mittwoch gegen Mainz und dem Dortmunder Erfolg in Darmstadt trennen die beiden Mannschaften noch 5 Punkte. Bei einem Dortmunder Sieg wären es noch 2 und der Titelkampf würde unerwarteterweise noch einmal spannend werden. Dabei treffen die absoluten Top-Mannschaften der Saison aufeinander. Noch nie in der Geschichte der Bundesliga hatten der erste und der zweite zu diesem Zeitpunkt gemeinsam so viele Punkte. Der BVB ist dabei der beste Zweitplatzierte der Bundesliga-Geschichte und auch die Trainer der Teams geben sich keine Blöße. Guardiola und Tuchel sind die beiden Trainer mit dem besten Punkteschnitt mit ihrem jeweiligen Team. Als wäre das nicht genug, treffen mit Pierre-Emerick Aubameyang und Robert Lewandowski auch noch die besten beiden Torschützen der Liga im Kampf um die begehrte Torjägerkanone aufeinander. Es ist also alles angerichtet und der Showdown in Dortmund kann beginnen. Mit einem Sieg könnte Bayern den neu aufgebrandeten Titelhoffnungen des BVB einen herben Dämpfer verpassen. Der Rest der Liga hofft auf einen Dortmunder Erfolg, damit das Titelrennen endlich einmal wieder spannend wird. Während die Top-Teams aus Wolfsburg, Gladbach, Leverkusen oder Schalke regelmäßig schwächelten, hat sich der FSV aus Mainz in den vergangenen Wochen zu einem ernstzunehmenden Europapokal-Aspiranten gemausert. Den Mainzern, die zuvor alle der eben genannten Spitzenmannschaften in dieser Saison schon schlugen, gelang am Mittwochabend das fast für unmöglich gehaltene. Mit dem 2:1 über Bayern München, auch noch im Wohnzimmer des Rekordmeisters, behauptete der Karnevalsverein den 5. Tabellenplatz und hat damit 5 der vergangenen 6 Spiele gewonnen. Dass dieser Lauf am Sonntag auch gegen den Aufsteiger aus Darmstadt weitergeht, bezweifelt in Mainz niemand. Allerdings ist die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster weiterhin die drittbeste Auswärtsmannschaft, weshalb die heimstarken Mainzer auch alles in die Waagschale werfen müssen, um ihre Serie gegen die kämpferisch starken Lilien fortführen zu können und damit die Europapokalambitionen zu untermauern. Wer als Hamburg-Fan am Sonntagnachmittag ins Stadion geht, sollte sich keine allzu großen Hoffnungen auf etwas Zählbares machen. Für die Berliner Anhänger könnten sich die knapp 280 Kilometer in die Hansestadt durchaus lohnen. Denn die Hertha gewann die letzten 5 Spiele gegen den HSV allesamt und kassierte dabei nicht ein einziges Gegentor. Gegen keinen anderen Verein gelang den Hauptstädtern in der Bundesliga eine solch beeindruckende Serie. Dass der BSC diese Serie fortführen kann, ist aufgrund der aktuellen Form und der zweitbesten Defensive der Liga gar nicht so unwahrscheinlich. Zudem ist der HSV nach vielversprechender Hinrunde schlecht in die Rückrunde gestartet, gewann nur eines von 7 Spielen und der Vorsprung auf den Relegationsplatz ist inzwischen nur noch auf 5 Punkte geschmolzen. Die Hertha dagegen ist nach mäßigem Start ins Kalenderjahr wieder in Form, verlor 2016 erst ein einziges Spiel. Die Chancen, den Champions-League-Platz weiter zu verteidigen, stehen für den Hauptstadtclub vom Spiel in Hamburg wirklich gut. So Freunde, das war die Vorschau auf den 25. Spieltag. Wenn sie euch gefallen haben sollte, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und schreibt eure Meinung und Hoffnung zum Spieltag in die Kommentare. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst.
Ich wünsche euch ein erfolgreiches Bundesliga-Wochenende. Sportliche Grüße, bis bald.